Einen wunderschönen guten Abend zusammen an Sie alle hier im Künstlerhaus in München. Wir begrüßen Sie ganz herzlich zum Salus Medienpreis 2021. Und nicht nur Sie hier im Saal, sondern eben auch Sie, liebe Teilnehmende und Zuschauerinnen und Zuschauer, zu Hause an den Bildschirmen. Wir freuen uns sehr, dass das eine hybride Veranstaltung ist und Sie auch die Möglichkeit haben, über den Livestream teilzunehmen. Und damit begrüßen wir Sie auch ganz herzlich. Und ich begrüße ganz herzlich Sie, liebe Janine Steger. Sie sind zum vierten Mal die Moderatorin hier bei unserem Salus Medienpreis. Bekannt sind Sie als Green Janine und als Gründerin von Future Woman und als Autorin Ihres Buches Going Green. Und da haben Sie geschrieben, man muss nicht perfekt sein, um das Klima zu schützen. Auch ein gutes Thema für den heutigen Abend. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Das stimmt. Ich freue mich sehr, dass wir das hier heute gemeinsam machen, Christoph Hofstetter. Ansonsten hier vor allen Dingen auch zur Begrüßung natürlich immer auf der Bühne gewesen und auch für diverse Laudationen. Und heute neben mir als Co-Moderator. Und Sie sind normalerweise Leiter Nachhaltigkeitsmanagement bei der Salus-Gruppe. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das hier heute Abend gemeinsam gut rocken werden. Danke. Ja, Salus steht ja schon seit mehr als 100 Jahren für Nachhaltigkeit und Ökologie. Und was das konkret bedeutet, das wollen wir uns jetzt mal in einem kurzen Film anschauen. Seit nun über 100 Jahren unterstützt Salus mit Naturheilkunde und natürlicher Ernährung eine ganzheitliche und gesunde Lebensführung. Damals wie heute steht Salus für Nahrungs- und Heilmittel ohne Konservierungsstoffe, künstliche Aromen und gentechnisch veränderte landwirtschaftliche Rohstoffe. Unser Ziel ist es, möglichst viele Kräuter und Heilpflanzen aus ökologischem Anbau zu verarbeiten. Uns ist besonders wichtig, die positiven Eigenschaften der Kräuter und Heilpflanzen natürlich zu verstärken und die Artenvielfalt der Natur zu bewahren. Eine lückenlose Qualitätskontrolle ist selbstverständlich. Ein ganzheitliches, nachhaltiges Weltbild aus der Naturverbundenheit versteht den Menschen als Teil seiner Umwelt. Die Natur stellt unsere Lebensgrundlage dar. Deshalb müssen wir rücksichtsvoll und schonend mit ihr umgehen. Naturreserven wie Wasser, Ackerboden und fossile Energien sind nicht endlos verfügbar. Nachhaltiges Handeln ist unverzichtbar. So war es ein konsequenter Schritt von Otto Kreiter, vor nun 12 Jahren einen Medienpreis zum Thema Nachhaltigkeit ins Leben zu rufen. Um JournalistInnen und AutorInnen, die sich mit diesem Thema befassen, dabei zu ermutigen, weiterhin Missstände aufzudecken, Perspektiven für eine gesunde und nachhaltige Lebensweise zu entwickeln und um neue Wege in eine nachhaltige Zukunft aufzuzeigen. Ja, und so geht es natürlich auch heute darum, Veröffentlichungen auszuzeichnen, die das Bewusstsein für die ökologische Landwirtschaft und eine klimafreundliche, gesunde Lebensweise stärken. Und das wollen wir heute Abend hier tun. Ja, die Jury legt dabei besonderen Wert auf sachkundige, inhaltlich präzise und allgemeinverständliche Auseinandersetzung mit diesem Thema. Aber es gibt natürlich noch weitere Bewertungskriterien. Aktualität ist ein ganz wichtiges Kriterium, Qualität natürlich auch und die Kreativität in der Umsetzung. Und jetzt freuen wir uns aber erstmal, den Salus-Geschäftsführer Dr. Florian Block hier auf der Bühne begrüßen zu dürfen. Gemeinsam mit seiner Frau Katrin Greiter-Block führt er das Familienunternehmen in vierter Generation. Sie haben einen Applaus verdient an der Stelle. Das kann man hier auch im kleinen Kreis auf jeden Fall hinbekommen. Und das ist jetzt erstmal Ihre Bühne und Ihre Begrüßungsworte. Vielen Dank, Frau Steger. Liebe Anwesende, sehr verehrte Damen und Herren, vor allen Dingen aber liebe Nominierte und natürlich auch PreisträgerInnen, ich freue mich sehr, dass wir heute hier sind, uns sehen können im kleinen Kreis. Viele sind virtuell dabei. Ich habe mich
wirklich gefreut, dass wir es nicht wie im letzten Jahr eine ganz virtuelle Veranstaltung machen mussten, sondern dass man wieder ein Stück Atmosphäre vermitteln kann. Ich hoffe allerdings auch, dass wir nächstes Mal wieder mehr Leute haben werden und wir uns Stück für Stück der Normalität wieder nähern. Trotzdem war es uns wichtig, wie im letzten Jahr auch, den Salus Medienpreis nicht einzuschränken, nicht zu verschieben, sondern so zu machen und wie wir es eigentlich immer wollten, nämlich die Teilnehmerinnen in den Vordergrund stellen, die Bewerber in den Vordergrund stellen und natürlich mit ihnen die Themen. Nachhaltigkeit im Sinne des Salus Medienpreises ist was Ganzheitliches. Wir wollen am Ende auf viele Probleme aufmerksam machen, aber vor allen Dingen wollen wir auch Lösungen zeigen. Lösungen gehen nur über Veränderungen, Lösungen kann man nicht einfach nur herbeireden, Lösungen bedürfen der Aufmerksamkeit und dann aber des Engagements aller. Und das Schöne an den Beiträgen zum Salus Medienpreis und vor allen Dingen auch an den Preisträgern der letzten Jahre ist immer, dass sie nicht nur auf Probleme hingewiesen haben und einfach nur schwarz sehen, sondern dass sie uns Wege zeigen, was jeder tun kann, was wir als Gesellschaft tun können und was aber auch jeder Einzelne an seinem Ort tun kann. Und dieser Punkt, finde ich, ist ganz besonders wichtig, Mut zu machen, zu zeigen, dass man etwas verändern kann, dass es nie zu spät dafür ist und dass wir damit möglichst schnell beginnen sollten. Natürlich, die Zeit läuft für das Thema Nachhaltigkeit. Das ist nicht nur der Klimaschutz, das sind viele ganz andere Dinge. Auch wenn der Klimaschutz im Moment besonders en vogue ist, auch hier spielt er eine Rolle. Ich will dem aber gar nicht vorgreifen. Aber es gibt viele ganz andere Themen, die ebenso wichtig sind, um die Zukunft unserer Umwelt und unseres Miteinanders zu sichern. Und denen widmen wir uns. Und dafür gab es und gibt es viele tolle Beiträge, auf die ich mich freue. Ich freue mich, dass Sie alle da sind, dass wir den Abend so begehen können. Seien Sie gespannt, ich bin es auch. Und nochmal vielen Dank für Ihre Teilnahme hier und im Netz. Vielen Dank an Sie, Herr Dr. Block. Und Sie werden gleich auch noch dabei sein, wenn die einzelnen Preise dann verliehen und überreicht werden. Ja, wir können bei Salus mit großer Freude sagen, dass sich der Salus Medienpreis doch als eine Institution bei den deutschsprachigen Medienschaffenden etabliert hat. Wir konnten vor 2 Jahren den 10-jährigen Medienpreis feiern und jetzt haben wir den 12. Preisverleihung, die 10. Preisverleihung war vor 2 Jahren, jetzt die 12. Wir hatten so viele Einreichungen wie noch nie. Es gab mehr als 120 Einreichungen zu unserem Thema ökologische Landwirtschaft und Stärkung klimafreundlicher, gesunder Lebensweise. Und weil es so viele Einreichungen waren und so tolle Einreichungen, hatte die Jury es natürlich auch besonders schwer. Also eine Jury hat es ja eigentlich immer schwer, wenn es viele tolle Einreichungen gibt. Aber eben in diesem Jahr ganz besonders. Es gab natürlich, wie wir das alle inzwischen gewohnt sind, eine digitale Jury-Sitzung, bei der dann 11 Nominierte benannt werden mussten und Gewinnerinnen und Gewinner ausgewählt werden mussten. Und wir stellen Ihnen jetzt erstmal die Frauen und Männer vor, die das gemacht haben, und zwar die Jurymitglieder. Dr. Katharina Reuter ist Agrarökonomin und Geschäftsführerin des Bundesverbands Nachhaltige Wirtschaft, BNW. Der BNW ist seit 1992 die politische Stimme für eine nachhaltige Wirtschaft und er setzt sich für Umweltschutz und Klimaschutz ein, ist als gemeinnützig anerkannt und führt eine Reihe von Bildungsprojekten durch. Das nächste Jurymitglied ist Professor Jan Grossart. Er ist vielfach ausgezeichneter Autor, hat auch schon den Salus Medienpreis bekommen und befasst sich seit vielen Jahren mit der Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft. Und er berät auch Unternehmen zum Thema und ist seit diesem Jahr auch Professor für Bioökonomie und Zirkulärwirtschaft. Dann ist Jurymitglied Dr. Ulrich Mautner, der sich selbst gerne als promovierter Landwirt bezeichnet, was er aber auch tatsächlich ist. Er war von 1999 bis 2017 bei uns im Salushaus Leiter des wissenschaftlichen Marketings und Dozent für Arzneipflanzenkunde, Naturarzneimittel, Ernährung und Gesundheit. Und das vierte Jurymitglied ist der bekannte Autor und Filmemacher Valentin Thurn, der es auch trotz aller Sturmprobleme, mit denen einige zu kämpfen hatten, heute hier auch hergeschafft hat und heute bei uns ist. Er macht seit Jahren auf das Thema Lebensmittelverschwendung aufmerksam. Sein bekanntester Kinofilm heißt Taste the Waste und sein bekanntestes Buch Die Essensvernichter, und er ist Gründer der Plattform Foodsharing. Ja, und ich begrüße die Jurymitglieder ganz herzlich. Freue mich sehr, dass Sie da sind. Auch einen Applaus für Sie. Wir haben so
sogar auch noch zusätzlichen Applaus, der eingespielt wird. Ich weiß nicht, ob Sie es gerade gemerkt haben, um das ein bisschen aufzufangen, dass heute Abend nicht so viele da sein dürfen. Aber wir freuen uns sehr, dass wir das hier mit vereinten Kräften auch zu einer tollen Veranstaltung machen. Und das tut dem Ganzen überhaupt keinen Abbruch, sondern wir freuen uns sehr, dass wir überhaupt wieder hier sein können und eine hybride Veranstaltung machen können. Weil es so viele Einreichungen gab und eben auch so viele tolle Einreichungen im Bereich des Nachwuchspreises, hat die Jury beschlossen, daraus eine eigene Kategorie zu machen aus dem Nachwuchspreis. Und deswegen? Genau, und zwei Beiträge sind den Jurymitgliedern besonders hervorgestochen. Und das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Katharina Huth und Annika Jöres mit dem Artikel Betonbrücken statt Klimaschutz. Agrarsubventionen der EU fließen häufig nicht, wie vorgesehen, in eine Förderung des ländlichen Raums. Die beiden Journalistinnen decken auf und zeigen aber auch Lösungen, die es für klimafreundliche Subventionen gäbe. Franziska Pfeffer und Maike Wurtscheid, der Milliardenbäumeplan. Die beiden Filmemacherinnen gehen der Frage nach, wie nachhaltig und zukunftsweisend der populäre Gedanke des Wiederaufforstens wirklich als effektive Maßnahme gegen den Klimawandel ist. So, und jetzt wird's spannend. Zwischen diesen beiden Einreichungen wird jetzt entschieden und ich kann verkünden, dass der Nachwuchspreis des Salus Medienpreises in diesem Jahr an Maike Wurtscheid und Franziska Pfeffer geht für ihre Dokumentation Der Milliardenbäumeplan. Und bevor wir Sie hier gleich auf der Bühne begrüßen, darf ich schon mal Professor Grossert nach vorne bitten, der die Laudatio gleich halten wird. Und während er nach oben kommt, schauen wir uns ein Interview an mit Ihnen beiden, das wir schon vor einiger Zeit geführt haben, bevor Sie dann nachher die Laudatio halten. Wir haben nach ganz konkreten Lösungen gesucht, wie man den Klimawandel aufhalten könnte. Und ja, während unserer Recherche sind wir da zum Beispiel auf das Thema Bäume pflanzen gekommen. Mit neuen Wäldern die Erderwärmung stoppen. Ein verlockender Gedanke. Wiederaufforstung scheint auf den ersten Blick wirklich eine effektive Methode zu sein, um schnell die Klimakrise zu bekämpfen zu können. Und wir wollten wissen, ist es wirklich so einfach? Können Bäume tatsächlich das Fieber unserer Erde senken? Beim Shoppen, in der Werbung oder auch von Politikern, überall wird versprochen, dass durch das Bäumepflanzen das Klima gerettet werden kann. Aber ist es wirklich so? Eine aufsehenerregende Nachricht kommt von Forschern der ETH Zürich im Juli 2019. Ihre These? Bäume können unser Klima retten. Wir müssen nur genügend davon pflanzen. Und zwar weltweit. Auffällig. Doch ansonsten klingt die Idee gut und scheint ohne Verzicht und ohne Konflikte umsetzbar. Die Studie der ETH Zürich hatte ja die große Headline: Bäume können das Klima retten. Das wurde natürlich überall begeistert aufgegriffen. Letztendlich wurde da aber sehr viel Kritik dran geübt von internationalen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, sodass sogar die Autoren der Studie aus Zürich ihre Headline geändert haben, nämlich darin, wie Bäume helfen könnten, das Klima zu retten. Letztendlich mussten sie also auch wieder ein bisschen zurückfahren am Ende. Es gibt zum einen in der Studie einige Fragen, die sich die Autoren stellen sollten. Sind wirklich diese ganzen Flächen wirklich geeignet zum Bäumepflanzen? Da wird zum Beispiel ganz viel Potenzial in der Taiga, in der Tundra gesehen, in Gebieten, die eigentlich viel zu kalt sind für Bäume. Nicht jeder Wald ist automatisch klimafreundlich. Monokulturen, falsche Holznutzung oder auch die falschen Standorte können halt dafür sorgen, dass ein Wald überhaupt nicht zur CO2-Reduktion beiträgt. Für die irische Regierung dienen aber auch solche Bäume dem Klimaschutz. Für viele Umweltaktivisten ein vorgeschobenes Argument. Auch für die Bürgerinitiative, die sich in Leitrim gebildet hat. In Wirklichkeit bringen die Monokulturen mehr Schaden als Nutzen, meinen sie. Ein großes Problem ist auch, dass wir unser Klimagewissen auf Kosten anderer erleichtern. In Indien beispielsweise werden Flächen, die eigentlich für die Landwirtschaft genutzt werden von indigenen Völkern, für den Anbau von neuen Wäldern genutzt. Und dieses Land wird den Leuten dort weggenommen, um dort Bäume zu pflanzen. Unsere Erde braucht neue Bäume.
Die nächste Generation hat das erkannt. 4700 Bäume sollen hier am Ende stehen. Ein Anfang. Heute geht es nicht um Rekorde, sondern um ein anderes Bewusstsein für die Natur. Bäume pflanzen ist auf jeden Fall kein Freifahrtschein für Klimasünder. Im Kampf gegen den Klimawandel ist es ein wichtiger Baustein, aber eben nur ein Baustein von vielen. Wir müssen schauen, dass wir unseren CO2-Ausstoß massiv reduzieren und wir müssen vor allen Dingen auch schauen, dass wir gesunde Wälder für die nachkommenden Generationen jetzt pflanzen und dass wir auch bestehende Wälder, die massiv gefährdet sind durch den Klimawandel, jetzt schützen. Nur dann kann eben auch Aufforstung sinnvoll sein, wenn wir es mit anderen Maßnahmen verknüpfen und es eben nicht als die alleinige Lösung für den Klimawandel jetzt ansehen. Einen herzlichen Glückwunsch nochmal und jetzt hören wir die Laudatio. Ja, vielen Dank. Sie haben, wie wir in dem schönen Beitrag ja auch gesehen haben, über Ihren schönen Beitrag einen sehr profilierten Wissenschaftler sozusagen dazu gebracht, im Konjunktiv zu sprechen. Das allein ist schon eine bemerkenswerte Leistung. Der Baum, der Wald, da gab es also einen Umwelthistoriker in den 1990er Jahren schon, der hat gesagt, der unterirdische Wald ist das Erdölwald, der über hunderte Millionen Jahre gewachsen ist. Ja. Und diesen Wald haben wir jetzt verbrannt in 150 Jahren. Jetzt haben wir die Klimakatastrophe. Es liegt sozusagen nahe, einfach wieder ganz viel Wald zu pflanzen. Und wie jedes Grundschulkind lernt, atmet der Baum und ist wirklich ein Wunderwerk. Das weckt Begehrlichkeiten. Den Baum zum großen Heilpflaster zu stilisieren, zum Fiebersenkungsmittel für die kranke Erde. Und da gehen sie sozusagen an verschiedene Orte und sie machen das, was gute Journalistinnen tun, fragen auch denjenigen Stellen, die gute Absichten haben. Und an guten Absichten mangelt es gar nicht an ihren Reiseorten, an den Orten ihrer Reise. Das eine ist die ETH Zürich, da ist das Crowther Lab und die sagen, sie pflanzen also eine Milliarde Bäume auf eine Fläche global so groß wie die Vereinigten Staaten. Also ein großer, irgendwo aber auch technokratischer Plan. Und das ist so begeisternd, dass sogar Donald Trump in Davos, gesagt hat, also ja, da machen die USA sogar auch mit. Und dann gehen sie aber wirklich an Orte, wo das passieren soll. Und das ist das Spannende an ihrer Reportage, die vielen Orte. Indien, da wird dann plötzlich aus dem Heilpflaster ein Landraub. Die Regierung hat entschlossen, ein Drittel der Landfläche zu beforsten. Sie gehen nach Irland, wo Fichtenplantagen stehen in Monokultur. Und die Umweltfreunde da sagen, es ist eine Todeszone entstanden. In Niedersachsen aus besten Motiven und mit gutem Herzen wird Wald gepflanzt, pädagogisches Projekt, das bleibt so ein bisschen für sich stehen. Und in Australien passiert was ganz Spannendes, da sind sie beim Lord of the Trees. Und Lord of the Trees ist eben, naja, ein großes Ökosystem wird gepflanzt, ein Mischwald mit Drohnen und in gigantischem Ausmaß. Ne? Schon etwas klüger, vielleicht schon ein bisschen mehr Antwort als diese Brachialmethoden, die vorher vorkamen. Ja, sie treffen auf ganz viel Verstand und dann treffen sie auch einen Wissenschaftler mit ganz viel Herz, der zwar auch ganz viel zitiert hat, publiziert hat und ganz toller Wissenschaftler ist, aber sie gehen mit ihm einfach im Wald spazieren. Eike Lüdeling von der Uni Bonn. Und mit dem, den lassen sie nachdenken über das Thema. Und sie stellen ihn auf einen großen alten toten Baumstamm und dann reflektiert er. Und kurz und gut, das ist die Anti-Geschichte, der echte Held der Geschichte, der sagt, es ist alles nicht so einfach, aber es ist Teil der Lösung. Lösungen sind gute Kompromisse, die vor Ort und unter Berücksichtigung der Situation vor Ort gefunden werden. Das ist Wald, aber nicht diese technokratische Gigantomanie, ganze Kontinente plötzlich zu bewalden. Das erden sie, das herzen sie, das dekonstruieren sie, alles wunderbar und deswegen ist es uns sehr leicht gefallen, da ihre Dokumentation wunderbar Baumsensibilität sozusagen vermittelt, ihnen den Preis zu geben. Herzlichen Glückwunsch, Franziska Pfeffer und Maike Wortscheid. Ja,
Liebe Frau Pfeffer, liebe Frau Wurtscheid, ich bitte Sie auf die Bühne gemeinsam mit Herrn Dr. Block. Frau Pfeffer, es freut mich ganz besonders, dass Sie da sind, weil das Sturmtief heute hat doch ganz schön Ihre Reisepläne durcheinander gebracht und sind auf den letzten Drücker gekommen. Genau, und unter einem Applaus, einem tosenden, lässt sich das viel besser auf die Bühne kommen. Herr Dr. Block kommt von der anderen Seite. Kommen Sie gerne hier vor, auch Sie, Herr Professor Grossert, dass wir hier ein Foto machen können auch. Kommen Sie gerne einmal alle hier vorne hin, damit wir ein Foto schon mal machen können, bevor ich auch noch ein paar Fragen habe. So, und dann würde ich Sie bitten, einmal hier hinter das Mikrofon zu treten. Wir haben extra eins auf den Ständer gestellt, damit keiner es anfassen muss, damit wir es nicht zwischendurch desinfizieren müssen. Das ist der Plan dahinter. Frau Wurtscheid, wir haben natürlich jetzt in dem Film schon einiges an Erkenntnissen gehört, die Sie natürlich bei den Recherchen erlangt haben. Was war so Ihr persönlicher Aha-Moment, als Sie dieses Projekt angegangen sind und dann auch in der Zeit, in der Sie recherchiert haben? Deswegen wir auch angefangen haben zu recherchieren, war ja der Grund, dass man dieses Bäumepflanzen überall gesehen hat, dass sich jeder damit irgendwie brüsten wollte. Und ich glaube, für uns beide war es wirklich spannend zu sehen, wie viel mehr da eben doch hintersteckt. Es ist nicht so, dass man einfach einen Samen in die Erde setzt und gut ist, sondern dass wirklich ein Baum Teil von einem riesen Ökosystem ist, zu dem so viel mehr gehört als eben nur dieser Baum und dass das alles beachtet werden muss, wenn es um das Thema Aufforstung geht. Mhm. Und die andere Erkenntnis ist aber eben, glaube ich, dass wir dieses Wissen eigentlich haben, wie es gut und richtig funktionieren könnte, aber dass man das eben auch anwenden muss schlussendlich. Vielleicht können Sie noch mal ganz kurz benennen, weil Sie ja vollkommen zu Recht sagen, wir alle glauben eigentlich, das ist eine gute Sache, ne? Wenn man sich irgendwo beteiligt und sagt, Bäume pflanzen ist doch super. Worauf sollte ich denn achten, weil es ist ja auch nicht prinzipiell schlecht. Also das eine ist Wälder erhalten, aber auch Bäume pflanzen kann man durchaus machen. Wenn ich mich jetzt interessiere, Frau Pfeffer, darauf können Sie gerne beantworten. Worauf sollte ich achten? Welche Fragen muss ich stellen? Ja, also es ist halt einfach nicht damit getan, dass man einfach sich überlegt, okay, ich will hier einen Wald pflanzen, also pflanze ich jetzt 1000 Eichen dahin oder Fichten oder was auch immer, sondern man muss halt den Wald irgendwie auch verstehen. Und Wald fängt an mit kleinen Grünpflanzen, die müssen zuerst gepflanzt werden. Das muss auch ein durchmischter Wald sein. Also eine Monokultur ist halt auch kein gesunder Wald. Und wenn dann einmal ein Schädling da sein Unwesen treibt, dann ist halt auch die gesamte Monokultur zerstört. Deswegen ist es halt umso wichtiger, dass man das Ökosystem Wald halt auch versteht. Also und auch die Wachstumsprozesse versteht sozusagen und den Wald quasi von klein auf bis zum großen Baum oder bis zu einem gesunden Mischwald quasi heranzüchtet. Genau. Empfinden Sie beide als junge Journalistin eine größere Verantwortung, weil das Thema natürlich Gott sei Dank auch inzwischen so präsent ist, dass Sie sagen, wir müssen eigentlich mehr über all diese Themen berichten, als es vielleicht die Generation vor uns gemacht hat? Frau Pfeffer, ich würde gerne Ihre beiden Antworten darauf hören, aber Sie können einmal anfangen. Genau. Ja, also ich denke, wir sind ja schon noch mit Ende 20, gehören wir ja schon noch zur relativ jungen Generation. Die noch jüngeren als wir, die auch die Fridays for Future Bewegung gestartet haben und es auch noch viel früher erkannt haben, noch als wir, sind da natürlich noch aktiver. Und wir sehen uns einfach in der Rolle, als junge berichtende Journalisten über solche Themen einfach aufzuklären. Wir haben auch da eine gewisse Verantwortung. Wir wissen, wie wichtig Klimaschutz ist und dass der Klimawandel aufgehalten oder verlangsamt wird auf jeden Fall. Und deswegen finden wir das natürlich auch eine große Ehre, dass wir da berichten dürfen über solche Themen und da vielleicht auch was bewegen können. Frau Wurtscheid, wie ist es denn in den Sendern, wenn Sie dann diese Themen vorschlagen? Also wird das einfach sofort dann auch genommen oder ist es immer noch schwierig? Ich glaube, das Wichtigste ist, dass zum einen Sachen auf eine verständliche Art und Weise erklärt werden, weil es eben gerade auch ein jüngeres Publikum erreichen soll. Und ich glaube, dass gerade die jüngere Generation auch wirklich sich informieren möchte über diese Themen. Und deswegen ist es umso wichtiger, dort auch fundierte Informationen wirklich zu geben. Und gerade bei den Öffentlich-Rechtlichen ist das natürlich ein Grundauftrag, der erfüllt werden muss. Insofern
Genau, also die Verständlichkeit, aber eben auch die, dieses in die Tiefe gehen. Das sind eben zwei Kriterien, wo extrem drauf geachtet wird. Also man kann da nicht mit einem x-beliebigen Thema natürlich ankommen. Aber wenn diese zwei Kriterien erfüllt sind, würde ich sagen, dass da ein großer Bedarf ist beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dass eben fundiert darüber berichtet wird und dass wirklich auch die Informationen in die Tiefe gehen und eben nicht nur an der Oberfläche kratzen. Das ist gut zu hören. Vielen Dank, dass Sie Verantwortung übernehmen, dass Sie darüber berichten. Herzlichen Glückwunsch zu diesem Preis und einen wunderschönen Abend noch. Vielen Dank. Dankeschön. Danke. Vielen Dank, danke. Hier gibt es noch ein Freudenknuddeln, das ist sehr schön zu beobachten. Das freut uns auch umso mehr. Und jetzt möchten wir Ihnen aber erstmal die weiteren Nominierten vorstellen in einem Video. Nora Bauer für das Radio-Feature Kompetenz aus einer Hand. Die Radioautorin klärt in subtiler Weise über die Aufgaben und teils diametral gegensätzlichen Zuständigkeiten des Bayerischen Bauernverbandes auf. Experten der Landwirtschaft aus der Region kommen zu den ökologischen, politischen und juristischen Aspekten zu Wort. Lothar Frenz. Wer wird überleben? Die Zukunft von Mensch und Natur. Durch seine zahlreichen Expeditionen hat Lothar Frenz viele Aspekte des Artensterbens und der Biodiversitätskrise erlebt und erklärt eindrucksvoll und auch unterhaltsam, wie vielschichtig die Probleme sind, die wir in den nächsten Jahren zu lösen haben. Anna-Marie Goretzky mit dem Radio-Feature Projekt Sanitärwende, wenn Kot zu Kompost auf dem Acker wird. Der Wertstoffverlust in unserem aktuellen Sanitärsystem ist groß. Dabei könnte die menschliche Fäzis als nützlicher Dünger genutzt werden. Was sind die Vor- und Nachteile? Urs Nickli. Alle satt? Ernährung sichern für 10 Milliarden Menschen. Der Agrarwissenschaftler hinterfragt in seinem neuen Buch kritisch, wie und ob eine biologische Landwirtschaft für die Ernährung unserer gesamten Weltbevölkerung aufkommen kann. Josef Settele, die Trippelkrise. Artensterben, Klimawandel, Pandemien. Diese drei Krisen und deren Zusammenhänge beschreibt der Umweltforscher und Agrarökologe in diesem Buch. Und wie dringend der Schutz der Natur oberste Priorität haben sollte. Nick Reimer und Thoralf Staudt. Deutschland 2050. Wie der Klimawandel unser Leben verändern wird. Mit einem Blick in die Zukunft beschreiben die Journalisten anhand wissenschaftlicher Erkenntnisse und aus zahlreichen unterschiedlichen Forschungsfeldern, welche Auswirkungen der Klimawandel in 30 Jahren auf unser Leben haben wird. Merlind Theile. Wie sähe eine vegane Welt aus? Die Journalistin beschreibt, wie genau unser Alltag 2035 aussehen würde, wenn unsere Welt vegan geworden wäre. Sie beleuchtet das alltägliche Leben wie auch die Auswirkungen auf das Klima. Frank Ükötter. Im Strudel. Eine Umweltgeschichte der modernen Welt. Die Krisen der Gegenwart. Der Klimawandel, die Umweltverschmutzung oder das Artensterben lassen sich erst wirklich verstehen, wenn man die politischen, sozialen und wirtschaftlichen Verflechtungen vieler Jahrhunderte mit einbezieht. Dies tut der Autor in dieser detaillierten Ausführung der Umweltgeschichte. Benjamin von Brackel. Die Natur auf der Flucht, wie der Klimawandel Pflanzen und Tiere vor sich hertreibt. Der Umweltjournalist beschreibt in diesem Buch beeindruckend, wie sich durch den Klimawandel Pflanzen und Tiere neue Lebensräume suchen und welche Gefahren dies auch für den Menschen birgt. Herr Hofstetter, sind Sie bereit? Jetzt ich bin bereit. An die nächsten Preise, nachdem ich hoffe, Sie auch alle im Saal. Preis schon verliehen haben. Ja, ich glaube, sehen alle so aus. Dann beginnen wir mal mit dem Gewinner oder der Gewinnerin des Sonderpreises der Jury. Und bei dem Gewinnerbeitrag geht es um ein Thema, das man im Nachhaltigkeitsjournalismus bislang weitestgehend vermisst hat, weil viele sich wahrscheinlich nicht rangetraut haben. Aber Anna-Marie Goretzky hat sich rangetraut, nämlich mit dem Projekt Sanitärwende, wenn Kot zu Kompost auf dem Acker wird. Ein herzlicher Applaus und einen herzlichen Glückwunsch an Sie.
Wir schauen uns auch bei Ihnen erst noch mal einen Film an mit einem Interview, das vor einiger Zeit schon mit Ihnen gedreht worden ist, und kommen dann gleich zur Preisverleihung. Die Scheiße kommt nie auf unsere Felder zurück. Auch nie dorthin, wo das Essen herkommt. Der Kreislauf vom Essen zur Scheiße funktioniert. Der Kreislauf von der Scheiße zum Essen ist unterbrochen. Friedensreich Hundertwasser wollte mit seinem Scheiße-Manifest zweierlei. Erstens, das Thema aus der Tabuisierung zu holen. Und zweitens, dass wir uns als Gesellschaft mit unseren Ausscheidungen auseinandersetzen müssen, um zurück zu einem Kreislaufsystem zu kommen. Das Problem ist alt. Die Bemühungen, großflächig und offiziell eine Nährstoff- und Sanitärwende einzuläuten, sind jung. Es sind zahlreiche Akteurinnen in ganz Deutschland, die sich dafür einsetzen, dass wir den Umgang mit unseren Ausscheidungen überdenken. Und zwar, so sagen sie, weil es extrem schädlich für Umwelt und Klima sei, wenn wir so weitermachen wie bisher. Bei jedem Toilettengang spülen wir mit mindestens 3 Litern Trinkwasser unsere Ausscheidungen weg. Und das in Zeiten, in denen Wasser immer knapper wird, auch hierzulande. In Deutschland regelt die Düngemittelverordnung, welche Stoffe als Dünger aufs Feld dürfen. Beispielsweise tierische Exkremente in Form von Jauche, Gülle oder Festmist. Auch Klärschlamm. Klärschlamm darf weiterhin aufs Feld gebracht werden und das auch noch bis 2029. Und das ist eigentlich paradox, dass menschliche Ausscheidungen in dieser Form aufs Feld dürfen, obwohl im Klärschlamm auch noch Schadstoffe enthalten sind, Mikroplastik, Schwermetalle. Wir wissen aus wissenschaftlichen Studien auch, dass eben Krankheitserreger nicht von Pflanzen aufgenommen werden. Heiko Pieplo ist Landwirt und promovierter Bodenkundler. Was sie nicht dürfen, ist Fäkalien unbehandelt über Lebensmittel sprühen. Dann haben sie natürlich eine Kontamination. Aber das sind die Fehler, die nach dem Krieg gemacht wurden, aus Unwissenheit, hinter denen sich heute Verwaltungen noch verstecken. Wir sind von den Erkenntnissen schon wesentlich weiter. Es ist absolut verboten in Deutschland, menschlichen Kot und menschlichen Urin aufs Feld oder in den Garten auszubringen. Bislang unterliegen menschliche Fäkalien, die nicht mit Wasser vermischt wurden, dem Abfallrecht. Damit Fäkalien zu Dünger werden dürften, müssten sie erst einmal nicht mehr als Abfall deklariert werden. Der Bodenkundler Heiko Pieplo. Wir brauchen einfach mehr Klugscheißer. Der Begriff des Klugscheißers muss wieder neu definiert werden. Die Zukunft haben Sammelsysteme, wie wir sie einfach aus der Müllabfuhr kennen, wo also der Wertstoff Urin und der Wertstoff Fäkalien mit abtransportiert werden und dann von kompetenten Unternehmen regional wieder zu Dünger und Humus umgewandelt werden. Neu ist, dass jetzt gerade eine Forschung gestartet hat, ein groß angelegtes Projekt, gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. In diesem Projekt forschen Wissenschaftler, unabhängige Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen daran, ob Humusdünger aus menschlichen Fäkalien tatsächlich unbedenklich für Mensch, Tier und Umwelt sein könnten. Und falls dem so ist, könnte tatsächlich Humusdünger aus menschlichen Fäkalien eines Tages zur Selbstverständlichkeit werden. Und ich finde es total super, dass wir über Klugscheißer so offen sprechen, dass Sie auch das Wort Scheiße in den Mund nehmen. Das ist alles sehr erfrischend. Und bevor wir gleich die Preisverleihung starten, bekommen Sie natürlich auch eine Laudatio, und zwar von Dr. Katharina Reuter, die heute leider nicht hier in München sein kann, die uns aber ihre Laudatio als Videobotschaft zugesendet hat. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Anna-Marie Goretzky, ich freue mich sehr, im Namen der Jury des Salus Medienpreises heute diese Laudatio halten zu dürfen. Wir vergeben den Sonderpreis der Jury für ihr Radiofeature Projekt Sanitärwende, wenn Kot zu Kompost auf dem Acker wird. Alles beginnt mit dem Geräusch der Klospülung. Und ehrlich gesagt endet damit der Nährstoffkreislauf der menschlichen Ausscheidung auch schon weitgehend. Aber ist dieses Thema präsent in Wissenschaft und Praxis? Viel zu wenig. Dabei ist die Kreislaufwirtschaft in aller Munde und konsequenterweise ist der Kreislauf der Nährstoffe dafür zentral. Das Thema der Fäkaliennutzung ist aber medial völlig unterrepräsentiert. Dabei wäre es so lohnend, auch hier statt linear zirkulär zu denken. Im Urin sind Stickstoff, Kalium, Phosphor und auch Schwefel enthalten. Im Kot ebenfalls Phosphor und dazu noch Kalzium und Magnesium. Es ist ein Verdienst von Anna-Marie Goretzky, das Thema auf die mediale Agenda zu bringen. Die Arbeiten der Videojournalistin und freien Autorin finden sich nicht nur beim Deutschlandfunk, sondern auch beim SWR oder der Süddeutschen Zeitung.
Die Autorin arbeitet vor allem zu Themen wie Gesellschaft, Ethnologie, Kultur und zu den Ländern Lateinamerikas. Der hier ausgezeichnete 30-minütige Beitrag beschäftigt sich mit Dünger aus menschlichem Kot. Anna-Marie Goretzky beleuchtet dabei den Wertstoffverlust des heutigen Sanitärsystems und die Vor- und Nachteile des Recyclingdüngers. Diese Überlegungen allein zuzulassen, braucht ein vollständiges Umdenken. Was uns als Jury begeistert hat, dass die Autorin mit fachlicher Tiefe und perspektivischer Vielschichtigkeit arbeitet, technische, politisch-regulatorische und agrarhistorisch übergeordnete Aspekte kommen zur Sprache. Ein runder und fachlich profunder Beitrag, der keine Berührungsängste offenbart mit diesem allgemein als peinlich oder eher peripher wahrgenommenen Thema, was aber so fundamental wichtig für die Nachhaltigkeit ist. Was auch ich dazugelernt habe, dass beispielsweise bei der Verdauung der Biomasse die Mikroorganismen für Temperaturen von bis zu 75 Grad Celsius sorgen und so Krankheitserreger wie Salmonellen oder Kolibakterien direkt inaktiviert werden. Und dass menschliche Fäkalien, die getrennt erfasst werden, heute als Abfall gelten. Damit Fäkalien zu Dünger werden dürfen, müssen sie also erst einmal nicht mehr als Abfall deklariert werden. Friedensreich Hundertwasser, der Künstler und Ökoaktivist, schreibt schon 1979 in seinem Manifest Scheißkultur: Mit der Scheiße beginnt erst das Leben. In diesem Sinne gratuliere ich im Namen der Jury herzlich zur Auszeichnung mit dem Salus Medienpreis und wünsche dem Thema Sanitärwende das nötige Umdenken. Goretzky, ich bitte Sie jetzt gemeinsam mit Dr. Block auf die Bühne zur Preisverleihung. Und vielleicht bekommen wir es hin, Dr. Katharina Reuter nochmal in den Hintergrund zu holen mit der Videobotschaft. Dann könnten wir sie mit auf dem Foto haben als Laudatorin. Erstmal herzlichen Glückwunsch an Sie. Der Preis wird von Dr. Block überreicht. Und Sie dürfen hier beide nochmal nach vorne kommen für ein Foto. Und wir versuchen das einmal ganz kurz, ob wir das hinbekommen. Ansonsten machen wir es ohne Katharina Reuter im Hintergrund, aber vielleicht schaffen wir es. Und jetzt ist sogar Katharina im Hintergrund. Jetzt. So, wird doch was. Super. Dann darf ich Sie auch einmal an das Mikrofon bitten, weil uns natürlich interessiert, wie hat das alles angefangen? Also wie sind Sie überhaupt auf das Thema gekommen? Ja, das schließt an den Beitrag vorher an. Von den Bäumen bin ich auf das Thema gekommen. Tatsächlich habe ich vorher einen anderen Beitrag gemacht über einen Forstwirt, der Agroforstwirtschaft nach vorne bringen möchte. Und der hat mich auf dieses Thema aufmerksam gemacht. Und da wir selber auch seit kurzem eine Trenntoilette in unserem Camper benutzen, habe ich gedacht, stimmt, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, dass da natürlich Nährstoffe drin sind. Ne? Und man spricht nicht so gerne darüber, über dieses Thema. Ne? Unsere Ausscheidungen sind ein großes Tabuthema. Umso mehr freue ich mich, dass Sie das jetzt auch ausgezeichnet haben, weil ich denke, wir müssen darüber sprechen. Ne? Das ist, wir verschwenden so viel. Unsere Haltung, Flush and Forget, ist nicht die Zukunft, nehme ich an. Daran wird geforscht und gerade heute habe ich auch die Presse Meldung bekommen von diesem Projekt Zirkulierbar, was auch in dem Beitrag eine Rolle spielt. Und die nehmen jetzt die Forschung auf, tatsächlich mit 2,4 Millionen Euro vom Bundesministerium für Bildung und Forschung unterstützt. Unabhängige Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus allen möglichen Bereichen, die jetzt zum Thema Sanitär- und Nährstoffwende forschen. Und in 3 Jahren wissen wir, ob das vielleicht die Zukunft sein könnte. Sie haben gerade von Ihrem Camper erzählt, also da ist eine, Sie haben es anders genannt, ich kenne das unter Trockentoilette, aber Sie haben es, glaube ich, anders genannt, ne? Also es gibt unterschiedliche Begriffe dafür, es gibt auch kleine Feinheiten, man kann Trockentrenntoiletten sagen oder Trenntoiletten einfach. Ja. Und ist es denn so, dass es da auch schon Anbieter gibt, die sagen, das könnt ihr euch auch zu Hause einbauen, also gibt es dafür schon Anbieter und dann auch ein System, um es entsprechend sinnvoll zu nutzen? Ja, die gibt es. Also ich kann jetzt nicht alle nennen, aber die gibt es auf jeden Fall. Ich habe auch Leute besucht, die es zu Hause benutzen, unter anderem der Heiko Pieplo, den wir eben gehört haben. Also das ist natürlich so eine Sache, ne? Das Urin, da kommt natürlich mehr zusammen
Und das muss regelmäßiger entleert werden als so ein Feststoffbehälter. Und dann ist die Frage, was man damit macht, weil einfach. Es gibt ja noch kein System, ne? Es ist rechtlich halt noch ein. Also es ist sehr umstritten, das Thema auch. Ne? Also ich habe auch Leute interviewt, vor allem die Sprecher der Ministerien, die da hochskeptisch sind und mit Sicherheit auch zu Recht hochskeptisch sind. Es geht halt darum, jetzt auch Methoden zu entwickeln, die gibt es auch schon, zum Beispiel in der Schweiz, wie man tatsächlich Arzneimittelrückstände, Hormonrückstände und natürlich auch Krankheitskeime aus den entsprechenden Stoffen herausholt, damit es unbedenklich für Mensch, Tier und Umwelt ist, am Schluss das, was vielleicht mal aufs Feld kommt. Was ist Ihnen wichtig bei Ihrer Arbeit als Journalistin, also wenn Sie von Themen hören oder wann ist der Moment, wo Sie sagen, ja, genau darüber möchte ich jetzt, also was macht Sie an bestimmten Themen sozusagen an? Also erstmal, wenn da so ein Moment ist, wo ich denke, stimmt, habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Das ging, glaube ich, den beiden Kolleginnen von eben auch so. Ja, natürlich, Bäume pflanzen, das muss ja gut sein. Und dass es nicht in jedem Fall gut ist, ist doch spannend. Das ist doch, da geht ein Kitzel von aus, denke ich. Und so ähnlich war es bei diesem Thema auch für mich. Ich habe da nie drüber nachgedacht, wie es Friedensreich 100 Wasser sagt, mit unserer Scheiße passiert. Ne? Und ja, und dann war das recht einleuchtend. Aber ich denke, Vorbehalte zu haben, ist mit Sicherheit nicht verkehrt, ne? Weil einfach so möchte ich tatsächlich kein Gemüse essen, was mit Humusdünger, der aus Fäkalien besteht, kaufen und essen. Das, da muss schon noch Forschung betrieben werden. Forschung, ja. Genau. Aber die Leute, also ich habe auch in dem Feature so eine unrepräsentative Umfrage gemacht, einfach mal, um für mich ein Gefühl zu bekommen, wie ist da eigentlich so die Offenheit? Würden wir Gemüse kaufen und essen? Ja, genau, weil ich es mit hygienisiertem Humusdünger aus menschlichen Fäkalien gedüngt wurde. Und ich war erstaunt, dass da sehr viel Offenheit für ist. Okay. Vielen Dank, dass Sie dieses Tabuthema angegangen sind und dass es damit hoffentlich auch rauskommt aus der Tabuzone. Und ganz herzlichen Glückwunsch nochmal zu diesem Preis und feiern Sie schön heute Abend. Vielen Dank. Danke. Ein Applaus nochmal. Wir sind beim nächsten Sonderpreis. Ja, wollen genau. Sie einmal sagen, wie der Preis heißt? Der Preis heißt Otto Greiter Sonderpreis. Genau. Und bei diesem Preis wird immer ein ganz besonderes Augenmerk auf den Erhalt der Artenvielfalt gelegt. Genau. Otto Greiter, dem Schirmherr und Stifter des Salus Medienpreises, ist es wirklich eine Herzensangelegenheit, die Umwelt zu schützen und Nachhaltigkeit zu leben. Und der Otto Greiter Sonderpreis geht in diesem Jahr an, ein bisschen Spannung muss man ja aufbauen, sein. Professor Urs Nickli mit seinem Buch Alle satt, Ernährung sichern für 10 Milliarden Menschen. Herr Professor Nickli, Sie dürfen auch erst noch mal entspannt sitzen bleiben, können sich noch mal anschauen, was Sie geschaffen haben und warum Sie gewonnen haben. Und die Laudatio auf Sie wird gleich Herr Dr. Mautner halten, den ich schon mal auf die Bühne bitten darf. Und auch bei Ihnen schauen wir uns noch mal ein Interview und einen kleinen Film an. Für Urs Nickli ist das Thema Nachhaltigkeit, Ökologie und Artenvielfalt das zentrale Thema, mit dem er sich ein Leben lang auseinandergesetzt hat. In seinem Buch Alle satt, Ernährung sichern für 10 Milliarden Menschen, teilt er seinen profunden Erfahrungsschatz mit dem Leser. Es ist ein Fakt, dass die Ernährung und damit natürlich auch die Landwirtschaft eine der wichtigsten Verursacher des Klimawandels ist. Die Landwirtschaft und die Ernährung sind mit über 40% am Klimawandel beteiligt. Für die Eutrophierung, also die Anreicherung von Böden, Gewässern und Meeren mit Stickstoff und Phosphor, ist die Landwirtschaft die Hauptursache. Die Schäden sind schon heute immens und es besteht ein hohes Risiko für die Stabilität des Planeten. Auch der Verlust von biologischer Vielfalt, der sich an der Geschwindigkeit des Aussterbens von Arten messen lässt, hat vorwiegend mit der Landwirtschaft zu tun. Auch hier besteht für den Planeten ein potenziell hohes Risiko.
Die biologisch wirtschaftenden Bäuerinnen und Bauern, aber auch viele kleinbäuerliche Betriebe, die sich in erster Linie selbst versorgten und nachhaltig suffizient waren, nahmen im täglichen Umgang mit ihren Böden, Pflanzen und Tieren den Erkenntnisprozess der Wissenschaften vorweg. Darin besteht ihre Pionierarbeit. Und die Biobäuerinnen und Biobauern sind von der Erkenntnis zum Handeln übergegangen. Der Biolandbau hat mich ja als Wissenschaftler das ganze Berufsleben lang begleitet. Ich bin also ein echter Biofan. Aber trotzdem, um die globalen Probleme zu lösen, da brauchen wir neben dem Biolandbau auch noch andere Ansätze. Wir können nicht nur einspurig fahren. Ein wichtiger Punkt ist die Digitalisierung. Hermann Auernhammer, emeritierter Professor für Technik in Pflanzenbau und Landschaftspflege an der Technischen Universität München, hat vor 20 Jahren vorausgesagt, dass die Zeit der großen Landmaschinen bald vorbei sein werde. Die technische Entwicklung gehe von riesigen Traktoren, die schwere Maschinen hinter sich herziehen, zurück in die Richtung selbstfahrender kleinerer Maschinen, die weniger Energie verbrauchen und die Böden nicht verdichten. Mikroroboter, die an Pflanzen hochklettern können und dort Arbeiten verrichten, seien schon bald funktionstüchtig. Nanoroboter könnten schließlich sogar innerhalb der Leitbahnen der Pflanzen, wo Nährstoffe von den Wurzeln zu den Blättern und Assimilate von den Blättern zu den Wurzeln fließen, Reparaturarbeiten oder Messungen durchführen. Das Einsparungspotenzial für Süßwasser zur Bewässerung von Feld- und gedeckten Kulturen wären gigantisch. Denn die Landwirtschaft verbraucht 70% des geförderten Süßwassers. Der sparsame Umgang mit diesem kostbaren Gut ist also alternativlos. Leider sind die Diskussionen um den richtigen Weg in der Landwirtschaft und in der Ernährung sehr polarisiert. Dabei brauchen wir alle Wege, die das gleiche Ziel haben, nämlich eine nachhaltige, die planetarischen Grenzen schonende Landwirtschaft. Dazu braucht es viel Innovation. Es braucht soziale Innovationen, es braucht ökologische Optimierungen und Innovationen und es braucht auch technologische Innovationen. Sonst werden wir das Ziel nicht erreichen. Ihre Laudatio. Ja, meine Damen und Herren, der Herr Nigli hat es gesagt, ne? Eigentlich brauche ich gar nicht mehr viel erzählen. Wenn wir uns nicht zusammennehmen, werden wir das Ziel, existent zu sein, nicht mehr erreichen. Und das ist auch der Punkt, warum der Herr Nigli ausgesucht wurde, diesen Preis, den Otto Kreiter Gesonderpreis, zu erhalten. Er ist eine Persönlichkeit des Bioanbaus schlechthin, weil er praktisch mit der Muttermilch angefangen hat, so etwas einzusaugen, wie sich das Gespräch vorhin gezeigt hat. Er ist authentisch, wach, neugierig und kompetent. Und da gibt es ja nicht so viel. Es ist ja ein Dilemma unserer Zeit vielleicht, gute Leute zu treffen, denen wir ein Urteil zutrauen können, aufgrund dessen wir weiterdenken können. Es ist ja nicht damit getan, in Einbahnstraßen zu denken, weil diese Einbahnstraßen fast immer vor einer Mauer enden. Wir haben genug Beispiele im eigenen Land. Man kann auch nicht sagen, wir machen die Zukunft. Wir können höchstens sagen, wir kämpfen um eine Zukunft in der Hoffnung, dass wir in diesem Kampf einen Platz in der Natur finden, der uns weiterhin am Leben hält. Denn wir leben von der Natur, nicht umgekehrt. Und das ist es auch, was den Herrn Nigli auszeichnet, neben seinen internationalen Vernetzungen, die er jetzt im Ruhestand genießt, und den vielen Artikeln, die er geschrieben hat. Er lobt den Bioanbau als grundlegende Basis einer guten Zukunft, die ernährt, weist aber gleichzeitig darauf hin, und das ist auch das, was ihn auszeichnet, in meinen Augen sehr klar, insbesondere, weil er den Mut hat, auch ideologischen Trends zu widersprechen, nur weil man sie gerne glaubt. So ist das Beispiel für mich eben gewesen, auch als diese neue Methode in der Gentechnik, CRISPR-Cas, wo ja viel darüber diskutiert wird, ganz schnell als böse und schlechte und schwierige Sache diskreditiert wurde,
nur weil sie das Grundgerüst der Heiligtum des Bioanbaus stört. Entscheidend ist doch zu gucken, welche Teile von Innovation, sei es Technologie oder sei es Biochemie im technischen Bereich, bringt uns weiter, nicht nur an das Essen dran, sondern erhält auf der Basis dessen, was wir fordern, eine nachhaltige Zukunft, die für uns Platz hat. Und dafür steht der Herr Nickli und deswegen ist er auch mit dem Otto Kreider Sonderpreis ausgezeichnet worden, mit einem ganz herzlichen Dank, auch für den Mut zum Widerspruch. Bitte, Herr Nickli und Herr Dr. Block. Auch bei Ihnen freuen wir uns, wenn hier vorne der Preis überreicht wird. Herzlichen Glückwunsch auch von meiner Seite, damit wir direkt ein Foto machen können. Herr Dr. Mautner, kommen Sie auch gerne dazu. Sieht sehr gut aus, was ich von hier beurteilen kann. Sie müssen aber nach vorne gucken unbedingt. Super, Herr Professor Nickli, ich würde Sie auch noch mal ans Mikrofon bitten, weil ich natürlich noch ein paar Fragen habe. Wenn Sie sich die Diskussionen, die gesellschaftlichen Diskussionen, die wir führen, um Klimaschutz, Umweltschutz, Nachhaltigkeit führen, kommt Ihnen das Thema Landwirtschaft da zu kurz? Also erkennen zu wenige Menschen, welche Dimension das eigentlich einnimmt? Ja, das hat sich ja ganz entscheidend geändert. Und darüber bin ich froh. Also ich kann mich erinnern, wo ich mit 20 mich entschieden habe, Landwirtschaft zu studieren. Ich bin mir wie ein Exot vorgekommen. Und heute muss ich sagen, ich habe das Thema der Zukunft studiert. Und ich war mein ganzes Leben lang glücklich, weil ich konnte mich für etwas engagieren, das so substanziell mit uns selber was zu tun hat, aber gleichzeitig auch eben mit der Umwelt und schlussendlich, wenn wir schauen, mit die ganze Diskussion um die planetarischen Grenzen, was können wir unserem Planet zumuten, dass er nicht aus dem Gleichgewicht kommt. Dort spielt die Landwirtschaft, aber vor allem auch die Ernährung. Der Landwirt ist ja auch durch unsere Ernährungsgewohnheit getrieben, eine ganz entscheidende Rolle. Jetzt haben wir viel zum Thema Digitalisierung auch gehört, was da alles möglich ist, auch gerade im Bereich von Ressourcen, die geschont werden. Ist das was, wo Sie sagen, das findet eigentlich bislang als Entwicklung nur in den Industriestaaten statt oder passiert das auch im globalen Süden schon? Das ist natürlich momentan eine sehr kapitalintensive Innovation und das können ganz große Betriebe machen. Aber es ist ein Weg, wie eben zum Beispiel auch Großbetriebe eben wieder differenzieren können, wie sie wieder vielfältige Landschaften erzeugen können, weil die Smart Farming, wenn man das clever macht, bedeutet, man kann die Vielfalt, die wir früher hatten, mit sehr viel Kleinbetrieben wieder hinkriegen. Und damit hat man die Grundlage für eine nachhaltige Landschaft und eine nachhaltige Landwirtschaft, aber eben nicht mehr mit 10 oder 5 Mitarbeitern pro Hektar, sondern das kann man eben auf ganz großen Betrieben machen, ohne dass die Lebensmittel gigantisch groß werden. Dann abschließend die Frage, auch natürlich für das Publikum an unseren Bildschirmen, aber auch hier im Saal, was können wir denn als Verbraucherinnen und als Verbraucher tun, um die Landwirtschaft da auch in die richtige Richtung zu schubsen? Ja, ich bin hier natürlich von der Landwirtschaft zur Ernährung gekommen und das beschäftigt mich ganz stark. Ich war ja auch in dem Scientific Group für die Vorbereitung des Welternährungsforums. Und in dieser Arbeit habe ich einfach wirklich gemerkt, die Landwirte machen das, was wir essen. Also wir sind eigentlich diejenigen, die die Landwirtschaft gestalten, eben nicht als Agronomen, als Agrarwissenschaftler und als Landwirte. Und wir sollten auch nicht immer auf denen rumhacken. Wir
Menschen, wir Konsumierende, gestalten die Landwirtschaft und damit auch die Landschaft. Und das ist eine ganz entscheidende Erkenntnis. Vielen herzlichen Dank für dieses Buch, dass Sie heute Abend hier sind, und herzlichen Glückwunsch zum Preis. Danke. Und einen schönen Abend noch. Danke. Ja, liebe Frau Steger, liebe Anwesende hier im Saale, jetzt sind wir dann schon beim Hauptpreis so schnell geht angelangt, das, ne? Den wir verleihen können. Jetzt darf ich die Anmoderation vom Hauptpreis machen. Ja. Mit dem Hauptpreis ausgezeichnet wird ein Werk, das alle Perspektiven des Klimawandels aufzeigt und seine Auswirkungen auf ein konkretes Land. Die Gewinner sind Nick Reimer und Thoralf Staudt, der uns gleich zugeschaltet sein wird. Und Sie haben beide das Buch geschrieben, Deutschland 2050, da ist er auch schon, wunderbar, und beleuchten darin, wie der Klimawandel unser Leben verändern wird. Und bevor ich Sie, Herrn Reimer, auch auf die Bühne bitte, und Sie, Herr Staudt, bleiben einfach zugeschaltet, beziehungsweise schauen wir uns jetzt gleich nochmal einen Film an. Und währenddessen darf ich Valentin Thurn schon mal auf die Bühne bitten, der die Laudatio gleich halten wird. Das ist ja nicht das erste Buch, was wir zusammen geschrieben haben. In unserem vorhergehenden Buch hatten wir die These, dass es bis zum Jahr 2020 gelingen muss, die Emissionen, den Peak zu erreichen und dass ab 2020 jährlich dann eben reduziert wird. Nun kam das Jahr 2020 auf uns zu und die Emissionen steigen immer weiter. Es lag also nahe, dass wir uns dem Thema widmen. Wieso wird das Thema Klimawandel so zögerlich angegangen? Ich sehe vor allem zwei Probleme. Zum einen geht er sehr langsam vor sich, er ist für menschliche Sinne kaum greifbar und es gibt keinen Bösewicht, der ihn verursacht, sonst hätten wir längst Armeen losgeschickt. Die Klimaforschung hat ihren Teil beigetragen zur psychologischen Distanz. Zwar legt sie seit Jahrzehnten immer besorgniserregende Befunde zur Erderhitzung vor, aber sie tut dies in der ihr eigenen nüchternen, distanzierten Sprache. Sie verwendet Maßeinheiten wie PPM, die kaum jemandem etwas sagen. Sie betont Ungewissheiten ihrer Forschungsergebnisse und liefert stets Fehlermargen mit, was wissenschaftlich überaus korrekt ist, aber in der Laienöffentlichkeit den irrigen Eindruck erweckt, die Forscher seien bei kaum etwas wirklich sicher. Was vielen Leuten nicht klar ist und was auch mir erst klar wurde, als ich das Buch geschrieben habe, der Klimawandel bedeutet eine radikale Entwertung des Erfahrungswissens. Alles, was unsere Gesellschaft über Generationen gelernt hat, hat sie in einem stabilen Klima gelernt, wo wir unsere Städte gebaut haben, welche Bäume wir pflanzen, welche Pflanzen wir auf die Äcker tun. Das alles ist in einem stabilen Klima entstandenes Wissen. Das passt für die Zukunft nicht mehr. Was da an Umstellungen nötig ist, das, glaube ich, ist noch kaum jemandem klar. Nach den Recherchen von zahlreichen Forschungsfeldern schildern die zwei Autoren, wie Deutschland in der Zukunft sein wird. Welche Auswirkungen hat der Klimawandel auf den Menschen, die Natur, die Städte und die Küste? Was bedeutet dies für die Wirtschaft, die Landwirtschaft und die Energie? Wie wird Tourismus in knapp 30 Jahren aussehen? Extremeres Wetter, extremere Niederschläge, extremere Dürren, extremere Hitze. Wir haben für das Buch auch mit Dirk Messner gesprochen. Er ist heute Chef des Umweltbundesamtes, war 2007 einer der Hauptautoren eines Gutachtens des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung zur Sicherheitsimplikationen des Klimawandels. Und er sagt, wenn er auf das Gutachten zurückblickt, dann ist er hin und her gerissen. Die Forschung ging noch davon aus, die sogenannten Kipppunkte im Klimasystem lägen bei rund 3 Grad Celsius. Heute wissen wir, dass es für einige schon um 2 Grad herum kritisch wird. Dennoch sieht Messner auch Anlass für Optimismus. Die Transformation der Wirtschaft steht ebenfalls an einem Kipppunkt. Zum Beispiel sind erneuerbare Energien inzwischen so preiswert, dass ihr Siegeszug nicht mehr aufzuhalten ist. Die neue EU-Kommission habe mit dem Green Deal zu grünem Wachstum einen Paradigmenwechsel eingeleitet. Der Hauptbefund des Gutachtens sei jedenfalls gültiger denn je. Die indirekten Folgen des Klimawandels in anderen Weltgegenden können für uns gefährlicher sein als alles, was wir hierzulande an Veränderungen bewältigen müssen.
kein Klimaschutz ist ein Totalumbau. Wenn wir keinen Klimaschutz machen, dann wird sich alles ändern. Dann wird es ein sicheres Leben in Wohlstand und berechenbarer Umwelt in Deutschland nicht mehr geben. Wer unser Buch gelesen hat, der wird sicherlich betroffen sein. Denn die Recherchen, die machen betroffen und wir sind betroffen. Deshalb glauben wir, wer betroffen ist, der wird sich engagieren. Wir können es noch schaffen, wir können das Schlimmste noch verhindern, wenn wir jetzt wirklich in radikalen Klimaschutz investieren. Ich freue mich sehr, dass ich hier die Laudatio auf den Hauptpreis des Salus Medienpreises halten kann und muss vielleicht noch dazu sagen, es fiel uns in der Jury überhaupt nicht leicht. Also wir haben jetzt gesehen, es ist eine ganze Reihe von Nominierten, deren die Qualität dieser Beiträge war wirklich auch außergewöhnlich und wir haben lange gestritten und haben dann gesagt, okay, also was hier vorliegt mit diesem Buch, das ist nicht nur hochrelevant, sondern es ist auch, ich würde fast sagen, in einer Art und Weise gelungen, die ist auch bildgewaltig. Es war jetzt natürlich kein Film, aber es ist, wenn man es liest, kann man sich sehr plastisch vorstellen, was da eigentlich passieren wird in unserer, ja, es sind ja schon in 30 Jahren, also in 10 Tagen wird das jetzt schon, wird die Weltgemeinschaft in Glasgow verhandeln, wie sich die Klimakatastrophe vielleicht noch bremsen lässt und ja, und das ist eben einfach runtergebrochen auf Deutschland worden. Das Buch Deutschland 2050, wie der Klimawandel unser Leben verändern wird, geht dabei noch nicht mal vom Schlimmsten aus. Also man muss wirklich sagen, die haben die 2 Grad, die da beschrieben werden, das ist das, was der Deutsche Wetterdienst prognostiziert und aufgrund der Tatsache, dass es sich um CO2 dreht, das eigentlich schon längst sich in der Atmosphäre befindet. Wie es weitergeht, haben wir allerdings in unseren Händen, aber bis dahin, ja, ich muss sagen, also ich interessiere mich dafür, ich lese viel, aber dieses akribische Zusammentragen, das hat mich schon sehr beeindruckt. Also manches ist nett, Aprikosen in Hamburg klingt sehr nett, weiß ich nicht, die Landwirtschaft wird sich verändern, da wird es viele Früchte geben, die in Zukunft auch in Deutschland wachsen. Anderes ist wahnsinnig teuer, wie die Kuhställe müssen klimatisiert werden. Also wir haben es mit Hochleistungskühen, die ganz schnell in Hitzestress geraten, zu tun. Und wiederum anderes ist sehr bedrohlich, dass Kühlräume für Großstädte, für Berlin zum Beispiel, notwendig werden, damit der ältere Teil der Bevölkerung durch die Hitzewellen im Sommer kommt. In Stuttgart zum Beispiel, der Stadt, in der ich geboren bin, werden 70 Tage über 30 Grad vorausgesagt. Das hat mir schon leicht den Grusel, das heißt mehr Klimaanlagen, völlig klar. Die Leute werden sich wie in Amerika Klimaanlagen kaufen. Es wird viel Elektrizität verbrauchen. Das wird die Sicherheit der Stromversorgung auf den Prüfstand stellen. Und auch bei der Wasserversorgung wird es eng. Also das ist etwas, wo man irgendwie, das hat man noch gar nicht so genau betrachtet. Und das finde ich eigentlich aber ganz wichtig. Also die Grundwasserspiegel. Man denkt immer in so einem Klima wie Deutschland, wir haben immer genug Trinkwasser. Ja, aber die Landwirtschaft braucht immer mehr. Die beregnen heute schon viel und die werden jedes Jahr mehr brauchen. Und das wird Verteilungskämpfe geben. Und also fast schon prophetisch könnte man sagen, ja, das war nicht prophetisch, es gab ja wissenschaftliche Forschung dazu, wurden die Starkregen in dem Buch beschrieben, die zu tödlichen Fallen für Menschen, die in kleinen Dörfern an Flussläufen leben. Ja, das war eine Beschreibung dessen, was in diesem Sommer passiert war, aber natürlich vorher, wir wussten es eigentlich, weil die Wissenschaft hat es uns gesagt, aber keiner hat es so richtig zusammengefasst und in dem Buch stand es drin und sie sagen übrigens auch häufigere Sturmfluten an der Nordsee voraus, was, ja, wenn man so mitgekriegt hat, was da noch in den 60er Jahren passiert ist in Hamburg. Also ein Hamburger Senator fängt auch schon an, von einem Elbsperrwerk zu fantasieren. Das wäre ein Wahnsinns. Aber ja, Sie wissen alle, wie viele Hunderte von Menschen in Hamburg damals umkamen bei einer Sturmflut. Da ist noch längst nicht alles mit Deichen, höheren Deichen getan.
Ja, man kann eigentlich schon absehen, der Klimawandel bedroht 30% der Tier- und Pflanzenarten in diesem Zeithorizont und darunter aller Weltsarten wie Igel und Kuckuck. Und ja, jeder sieht, die Fichten sterben heute schon großflächig ab, aber auch typische, ganz standardgemäße Bäume wie Buche und Eichen sind schon unter den Dürrefolgen, leiden schon unter den Dürrefolgen. Es werden sicherlich andere Baumarten nachkommen, eher submediterrane, mediterrane Baumarten, die aber sehr viel langsamer wachsen. Also die Forstwirtschaft wird vor einem größeren Problem stehen. Und was nachkommt, ist nicht immer angenehm. Zum Beispiel die asiatische Tigermücke, die das Denguefieber verbreitet. Also ja, das, wer sich dieses unmittelbar bevorstehende Klimadesaster anschaut, dann wird klar, dass wir eigentlich nicht mehr viel Zeit haben. Und Klimaschutz mag Geld kosten, aber kein Klimaschutz ist noch viel teurer. Dankeschön. Der Herr Reimer, kommen Sie gemeinsam mit Dr. Block zu uns auf die Bühne. Und Herr Staudt ist uns natürlich jetzt wieder zugeschaltet und bekommt den Preis sozusagen virtuell überreicht. Ich hoffe, Sie können uns gut sehen und hören. Wunderbar. Herzlichen Glückwunsch an Sie beide. Herr Reimer, ich darf Sie auch einmal hier nach vorne bitten und Herr Dr. Block wird Ihnen den Preis überreichen. Und Valentin, du kommst bitte auch noch mal dazu. Und mit Herr Staudt im Hintergrund kriegen wir jetzt ein tolles Foto hin. Wunderbar. Herr Reimer, dann darf ich Sie auch einmal ans Mikrofon bitten. Haben Sie schon Anfragen bekommen von der zu bildenden Bundesregierung, um dort zu beraten mit allem, was Sie jetzt an Wissen zusammengetragen haben? Natürlich nicht. Natürlich leider nein. Ich weiß auch nicht, ob wir gute Ratgeber werden, weil wir radikal ratschlagen würden. Und Politik ist der Weg, dicke Bretter zu bohren. Da ist Radikalität nicht immer hilfreich. Aber es muss Ihnen doch in den Fingern jucken, bei dem, was Sie jetzt alles wissen. Das hat Sie ja in Teilen, so hatten Sie, Herr Staudt, ja vorhin auch gesagt, in Teilen selbst überrascht, was sich da alles verändern wird, auch im Detail. Also was hat Sie am meisten schockiert oder überrascht, Herr Staudt? Herr Reimer, jetzt haben wir ja Flutkatastrophen in Westdeutschland gehabt in diesem Jahr. Wir haben heute Schwierigkeiten bei der Anreise gesehen durch Stürme. Wir hatten den zweiten Tornado jetzt schon in Kiel. Ich habe kürzlich gelesen, dass man im Ahrtal eigentlich alles wieder so aufbauen will, wie es vorher war. Was geht Ihnen da durch den Kopf, wenn Sie das sehen? Klar, wir Menschen wollen natürlich, dass es unser schönes Leben so weitergeht. Aber die Realität zeigt eben, dass unterlassener Klimaschutz dafür sorgt, dass dieses schöne Leben nicht weitergeht. 2002 im Müglitztal bei der Elbeflut, da gab es ähnliche Bilder wie jetzt im Ahrgebiet. Und dort hat man tatsächlich manche Häuser eben nicht wieder aufgebaut, weil völlig klar war, das wird dort die Häuser wieder treffen. Also man kann vielleicht so sagen, Thorolf hat es vor uns im Beitrag gesagt, das Erfahrungswissen hat uns früher gesagt, siedelt im Tal, weil die Wasserkraft hilft euch und schafft Reichtum. Mhm. Heute muss man sagen, siedelt aus dem Tal weg, wegen der Wasserkraft, weil die Wasserkraft sorgt dafür, dass Reichtum zerstört wird. Das ist das, was unser Erfahrungswissen eben neu bewerten muss. Und ich fürchte, wir können einfach eben wegen dem Maß an Emissionen, die wir schon ausgestoßen haben, können wir nicht so weiterleben, wie das jetzt geplant ist. Mhm. Also auch nicht an der A.
Herr Staudt, aber um da vielleicht auch ein bisschen positiv jetzt aus diesem Abend rauszugehen, diese neuen Erfahrungswerte, die wir haben, beziehungsweise das Wissen, was wir haben, kann ja auch eine Chance sein, was Sie in Ihrem Buch zusammengetragen haben. Worin sehen Sie die größte Chance? Na, ich glaube, die Chance, die das Buch tatsächlich bietet, ist, den Leuten zu zeigen, was auf dem Spiel steht. Wenn wir in Deutschland noch ein sicheres, gutes Leben führen wollen, dann müssen wir jetzt mit krassem Klimaschutz anfangen, dem stärksten Klimaschutz, den man überhaupt sich vorstellen kann. Die Emissionen müssen schnell runter, denn das, was im Buch wir beschreiben, ist der Best Case. Wenn wir weiterhin so wenig machen, wird es noch viel schlimmer werden. Das tatsächlich ist die hoffentlich positive Botschaft des Buches. Wenn man Schlimmeres verhindern kann, und noch können wir es, dann fangt jetzt an mit Klimaschutz. Und Sie haben ja es angesprochen, die jetzt neu ausgehandelte, aushandelnde Bundesregierung ist die letzte, die Deutschland auf den 1,5-Grad-Pfad bringen kann. Ich glaube aber, man muss ihr dabei helfen. Die Politik wird es nicht alleine machen. Es muss gehörigen Druck aus der Bevölkerung. Und ja, wir drücken die Daumen, dass das Schlimmste noch verhindert wird. Vielleicht positiv. Als positiv können wir diesen Preis mit einordnen. Wir haben uns nämlich entschlossen, das Preisgeld einer Organisation zu spenden, die sich Climate Earth nennt, die sich darauf spezialisiert hat, über den Klageweg Klimaschutz voranzubringen, in dem Falle Kohlestrukturen, Kohlekraftwerke zu beklagen und Betriebsgenehmigungen in Frage oder zur Frage zu stellen oder zu entziehen. Und wir freuen uns sehr über dieses Preisgeld, weil wir hoffen, dass mit diesem Preisgeld die Organisation erfolgreich klagen wird und so die Gesellschaft eben auf diesem Weg weiterbringt. Das ist doch ein tolles Schlusswort. Vielen Dank für dieses Buch, für Ihr Engagement. Herr Staudt, Sie wollten noch was sagen. Herr Staudt? Jawohl. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Toll, dass Sie heute Abend hier sind. Und toll, was Sie mit dem Preisgeld machen. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Dankeschön. Auch an Sie tschüss, Herr Staudt. Der schaut ja noch zu am Livestream, hoffentlich. Ja, da gehe ich sehr von aus, oder? Wie Sie alle natürlich noch zuschauen. Ja. Und damit sind alle Preise vergeben, ne? Ja, damit sind alle Preise vergeben, aber... Ganz wichtig ist natürlich auch nochmal an der Stelle zu sagen, dass alle Nominierten, die heute Abend jetzt keinen Preis bekommen haben, trotzdem natürlich ganz, ganz wertvolle Arbeit leisten, und sie bekommen auch nachher auf jeden Fall noch etwas überreicht von Herrn Dr. Block. Das machen wir im Nachgang der Veranstaltung, damit er jetzt nicht losziehen muss und hier rumlaufen muss, sondern wir das hier entspannt zu Ende bringen können. Und ganz herzlichen Dank auch an Ihre Arbeit und an Ihr Engagement an der Stelle. Auch ein Applaus wert. Ja. Wie hat der Abend sich für Sie angefühlt? Jetzt sehr, mal wieder sehr gut. So richtig hier? Sehr, sehr gut. Ja, also mir war es eine große Freude, dass wir dieses Jahr endlich wieder real den Preis verleihen konnten. Ist einfach, Zwischenmenschlichkeit ist doch auch was für so eine Preisverleihung und einfach auch die Journalistinnen und Journalisten zu würdigen. Ich hoffe, Sie an den Livestreams oder am Livestream, der übrigens auch in Ecuador verfolgt wird. Oh, das ist toll. Konnten Interessantes, aber auch Nachdenkliches für Sie alle mitnehmen. Und wir freuen uns, ich glaube, da darf ich im Namen der Firma sprechen, wenn wir nächstes Jahr tatsächlich einfach auch mal wieder einen volleren Saal haben. Jetzt ist er ja auch schon voll, aber schon viele Lücken. Da freuen wir uns drauf. Also es gibt natürlich den nächsten Salus Medienpreis. Ab wann kann man sich bewerben? Genau, der nächste Salus Medienpreis ist der Salus Medienpreis 2022. Die Bewerbungsausschreibung erfolgt wieder im Laufe des Februars. Da haben wir uns immer die Biofach, die große Fachmesse, ausgesucht. Und da wird dann der Preis wieder ausgeschrieben. Und ich bedanke mich jetzt für alle, die hier im Saal dabei waren. Ich bedanke mich für die Technik, dass alles so gut funktioniert. Ich bedanke mich bei Ihnen, liebe Frau Steger, dass Sie die Moderation gemacht haben. Mit Ihnen gemeinsam, es war super. Mich mitgenommen haben. Vielen herzlichen Dank.
und auf Wiedersehen bis ins Jahr 2022 beim nächsten Saal des Medienpreises. Dankeschön. Auch von meiner Seite nochmal einen herzlichen Dank und nochmal herzlichen Glückwunsch in den Raum und ein Tschüss an die Bildschirme. Toll, dass Sie dabei gewesen sind und teilgenommen haben. Und ich wünsche Ihnen jetzt allen noch einen wunderschönen Abend, egal wo Sie sind. Und hier uns natürlich auch. Tschüss.